Herzlich willkommen bei Planet Mondorf Astrophysik TV. Wir kennen ja diesen wunderschönen großen Ball, den wir abends quasi am Himmel sehen können. Der mal voll ist, der mal leer ist und wo wir mal halb die Hälfte nur davon sehen. Also unser wunderbarer Mond. Ein Objekt, das bei vielen Horrorfilmen eine Rolle spielt. Beziehungsweise, wenn man ja sagt, der Vollmond scheint und die Wölfe das hat ganz viele Bedeutungen der Mond. Sie ist auch verantwortlich für Ebbe und Flut, durch Anziehungskräfte und Fliehkräfte und so weiter. Aber wir wissen ja, der Mond ist ein Himmelskörper, was die Erde umrundet. Und sie hat auch wie die Erde eine Masse. Die ist gerade mal 1/81 so groß wie die von der Erde, aber immerhin ist sie trotzdem da. Und wir wissen ja, nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz ziehen zwei Massen sich gegenseitig an. Was man mit der Gleichung F gleich Gravitationskonstante G bzw. Gamma, Masse des ersten Körpers, Masse des zweiten Körpers durch den Abstand zum Quadrat berechnen kann. Und zwischen Erde und Mond wirkt ebenfalls eine Anziehungskraft bzw. eine Gravitationskraft. Und wie groß ist die eigentlich? Wenn wir uns das jetzt ausrechnen wollen, wir müssen natürlich erstmal wissen, dass der Mond im Mittel 384.000 Kilometer von der Erde entfernt ist. So, dann wissen wir ja, okay, wie schwer ist die Erde und wie schwer ist der Mond. Die Erde hat eine Masse von 5,9 rund 5,9 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Und bei dem Mond sind 7,3 mal 10 hoch 22 Kilogramm. So, wenn wir das jetzt in die Gleichung einsetzen. Weil wir wissen ja, der Mond ist 1/81 so groß, Quatsch, ist 1/81 so schwer wie unsere Erde. Und wenn wir den Abstand zum Quadrat nehmen, stellen wir fest, dass die Gravitationskraft bei 1,98, also so in etwa, mal 10 hoch 20 Newton liegt. Das ist schon eine wahnsinnige Gravitation. Was man niemals denken würde über diesen kleinen Mond. Aber da haben wir auch eine Erklärung auch dafür, warum wir auch diese ganzen Fluten etwa haben mit der Anziehungskraft von dem Mond, wenn sie bei 1,98 mal 10 hoch 20 Newton liegt. Da sieht man ja schon, was der Mond für einen mega Einfluss auf unsere Erde hat. Hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.